Ja, die gute Nachricht von weg, es sind etwa 14.000 Tage, die du noch zu leben hast. Das zumindest durchschnittlich, wenn du in Deutschland lebst und wenn du durchschnittlich alt bist, nämlich durchschnittlich 42 Jahre, das ist der Durchschnitt bei uns. Wenn du durchschnittlich alt wirst, dann hast du noch 14.000 Tage zu leben. Ist die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Zum einen hängt es tatsächlich stark davon ab, ob du ein Mann oder eine Frau bist, denn Frauen werden ein bisschen älter. Ja, Männer werden durchschnittlich 78, Frauen werden durchschnittlich 82 und es gibt unterschiedliche Theorien, woran das eigentlich liegt, dass Männer offensichtlich gefährlicher leben als Frauen oder leichter sterben. Das Internet ist voll von Mutmaßungen, dass vielleicht manchmal auch Frauen damit zu tun haben, dass Männer so früh sterben, entweder auf diese Weise oder dass Frauen manchmal auch aktiv mithelfen, beziehungsweise Männer in ihrer grenzenlosen Hilfsbereitschaft manchmal die Vorsichtsmaßnahmen fahren lassen oder manchmal auch einfach aus Spaß an der Freude manche Gefahren unterschätzen. Ich persönlich frage mich tatsächlich, wie dieses Foto wohl ausgegangen ist, diese Geschichte. Ja, Männer allgemein lassen oft auch bei der Arbeit gewisse Vorsichtsmaßnahmen außen vor, vielleicht aus einer gewissen kollegialen Überstrapazierung. An manchen Stellen ist vielleicht auch der Wunsch nach Schutz, wie wir jetzt auch in Zeit von Corona ganz stark erleben, auf ein bisschen falsche Weise umgesetzt. Grundsätzlich der richtige Umgang mit Schutzvorkehrungen bei der Arbeit ist für manche Arbeiter noch eine Herausforderung und so führt es aus ganz unterschiedlichen Gründen jedenfalls dazu, dass Männer erwiesenermaßen früher sterben als Frauen. Manchmal ist es vielleicht einfach auch nur der Wunsch nach Spaß, der zu etwas schlechten Ideen führt. Zu manchen sportlichen Betätigungen jedenfalls gehört richtig viel Mut. Das ist ein Trampolin. Und bei manchen Sachen wiederum fehlt mir jede Erklärung, wie überhaupt Fotos entstehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie jedenfalls teilweise auch zu verfrühtem Tod führen. Ob man es dreht oder wendet, es sind durchschnittlich 14.000 Tage und da können wir sagen, das ist eigentlich wahnsinnig viel. Das Problem ist nur, du weißt nie, wo genau du stehst. Es könnte auch morgen sein, es könnte auch erst in einem Jahr sein. Und das trägt zu einer existenziellen Verunsicherung bei. Es ist wirklich, seit wir irgendwelche Spuren von Menschen haben, beschäftigen sie sich mit dem Tod. Einerseits 70.000 Jahre vor Christus hat schon der Neandertaler die Toten eingepinselt in irgendwie ockerer Farbe, so als Zeichen des Lebens, als Begräbnisritual, hat man die auch nicht nur irgendwie in die Erde gelegt, sondern in einer besonderen Haltung, sitzend oder kniend oder so. Und die ältesten Zeugnisse der Menschheitsweltliteratur, der Gilgamesch-Epos, beschäftigt sich schon mit der Frage, wie ein verstorbener Freund aus dem Tod wieder gerettet werden kann. Und wir kennen diese uralten Geschichten natürlich auch von Orpheus, der seine Eurydike so liebt, dass er in die Unterwelt hinabsteigt, um mit dem Tod zu hadern, dass er sie doch endlich wieder haben darf. Es ist ein riesengroßes Menschheitsthema quer durch alle Kulturen. Wir sind tatsächlich, so könnte man sagen, in der Moderne die erste Kultur, wo der Tod nicht so omnipräsent ist. In den meisten alten Kulturen glauben die Leute auch, dass die Verstorbenen ständig um sie rum sind, die Ahnen, so die Ahnengeister, oder dass der Tod was Heiliges und was Magisches ist. Der Philosoph Charles Taylor sagt, wir leben in der Moderne in einem abgepufferten Selbst. Er sagt, früher gab es poröses Selbst. Ja, also die Welt war porös, da konnte ständig was eindringen aus dem Übernatürlichen und jetzt haben wir es uns bequem eingerichtet, abgepuffert und das aus einem ganz besonderen Grund, denn dieses Sterben oder einfach nur das Wort Sterbe, Tod, ist beängstigend. Du weißt nie, wann es soweit ist, du kannst es nicht kontrollieren. Und deswegen, solange es Menschen gibt und besonders in der heutigen Zeit, gibt es auch den Versuch, sich von diesem Sterben irgendwie abzulenken und zu distanzieren. Das ist unglaublich alt. Schon der römische Autor Lukrez sagt zum Beispiel, gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod uns nichts angeht. Die rechte Einsicht, dass der Tod uns nichts angeht, dass die Sterblichkeit macht die Sterblichkeit des Lebens erst genussreich, denn alles Gute und Schlimme beruht nur auf der Wahrnehmung.
Ja, der Lucrez ist, was das betrifft, ein Moderner. So eine erste Methode umzugehen mit dem Tod ist das Wegdrücken. Und da sind wir heute total gut dabei. Die alten Leute, die sterben in irgendwelchen Pflegeheimen. Das ist eine relativ moderne Entwicklung. Früher sind die Leute in der Familie gestorben und in dem Benediktinerkloster, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, war es noch zu der Zeit, dass ich Kind war, das ist noch gar nicht so viele Jahrzehnte her, war es noch üblich, dass die Mönche einige Tage lang im Kreuzgang aufgebahrt waren und wir als Schüler konnten hingehen und konnten uns diese verstorbenen ehemaligen Geschichtslehrer oder Lateinlehrer ansehen. Der Tod war präsenter und er wird immer weniger präsent. Wir leben ja im Anti-Aging-Zeitalter. Du kannst dich schminken und behandeln lassen, dass du ja nicht alt wirst und wir drücken den Tod weg. Und da, wo das nicht mehr funktioniert, da kann man dann so verallgemeinern. Das ist eine nächste Strategie, wie man mit dem Tod umgeht. Das ist so, wir schauen uns Statistiken an. Ja, die Menschen sterben. So. Oder auch der lateinische Philosoph, der Epikur, der hat auch gesagt, ja gut, die Menschen sterben, aber sobald man stirbt, ist man ja nicht mehr und deswegen gibt es auch niemand, der darüber traurig sein kann und so schiebt man das ein bisschen weg, so man stirbt oder lustig ist auch der Satz, finde ich schön, ja ich lebe ja dann in den Menschen weiter, ich lebe in den Nachkommen weiter, eigentlich eigenartige Vorstellungen, wollen die Nachkommen eigentlich, dass du in ihnen weiterlebst? Könnte man mal fragen. Also es ist sowieso, ja, ich irgendwie lebe ich dann schon woanders weiter. Das führt mich zur nächsten Strategie, wie wir den Tod versuchen, ein bisschen harmloser zu machen. Und das ist so, ich nenne das mal die Strategie des Entschärfens. Und die beliebteste Strategie, die ist uralt und die hat immer mehr Anhänger. Und das ist die Strategie oder das ist die Erklärung der Wiedergeburt, der Seelenwanderung, der Reinkarnation. Gibt es in ganz vielen Kulturen, schon im Lateinischen, der Ovid zum Beispiel glaubte an Seelenwanderung und im Hinduismus und im Buddhismus ist es weit verbreitet. Und mittlerweile glauben auch ganz viele Menschen in Westeuropa, dass wir wiedergeboren werden in jemand anderem. Und eine der Probleme, die ich persönlich mit dieser Auffassung habe, ist, dass sie den Tod nicht wirklich ernst nimmt. Denn so schockierend es klingt, es ist ja nicht so, dass man irgendwie stirbt oder dass da irgendwas stirbt, sondern es ist ein reales Ich, das da stirbt. Ich sterbe. Und es ist ja tatsächlich so, der Hinduismus und auch der Buddhismus sagen, dass das Ich eine Täuschung ist. Na klar, wenn das Ich eine Täuschung ist, ist auch Wiedergeburt kein Problem. Aber wenn das Ich real ist, was soll das denn heißen, dass ich wiedergeboren werde in jemand anderem? Jemand anderer ist ja jemand anderer. Das kann nur funktionieren, wenn ich glaube, dass es sowas wie das Ich nicht gibt. Und das ist, glaube ich, der Haken. Dass es letztendlich eine Strategie ist, dieses Thema, ich sterbe, entschärfen und nicht im Letzten ernst nehmen zu wollen. Und schließlich eine letzte Methode, damit umzugehen, die in der Moderne natürlich beliebt ist, zum Glück auch beliebt ist, wir bekämpfen den Tod. Und der Kampf gegen den Tod ist grundsätzlich was sehr, sehr Gutes. Übrigens sind wir in der Moderne unglaublich erfolgreich damit. Ich möchte auch das mal kurz sagen und euch ein paar Statistiken zeigen aus dem Buch Factfulness von Hans Rohling. So entwickelt sich zum Beispiel der Graph, die Anzahl von Todesopfern durch Katastrophen. Also wir leben in einer Zeit, wo extrem wenige Menschen durch Katastrophen leben im Vergleich zu früher. Die durchschnittliche Lebenserwartung dagegen entwickelt sich in der Moderne so. Das heißt, noch nie wurden Leute so alt wie heute. Und man hört immer mal wieder, ja, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und der Hunger wird immer größer. Das stimmt überhaupt nicht. Weltweit nimmt der Hunger sogar radikal ab in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, überhaupt jemanden zu kennen, der verhungert ist, ist in der Moderne relativ gering in den meisten Teilen der Welt. Und schließlich so Sachen auch wie Seuchen oder auch die Sterblichkeit von Kindern. Auch die Sterblichkeit von Kindern zum Beispiel, die Krebs haben, alles geht massiv runter. Jetzt kommt das große Aber. Aber bei allem Kampf gegen den Tod kommen wir trotzdem an einem Faktor nicht vorbei, an einer Wahrheit nicht vorbei. Und das ist die simple Tatsache, ich werde trotzdem irgendwann sterben. Egal wie viele Menschen ich helfe, egal wie sehr ich das hinauszögere, ich werde irgendwann sterben. Und das ist, wenn du es bei Licht betrachtest, eine echte Kränkung und es ist erschütternd.
Es gibt einen, ich glaube aus dem Barock, einen Grabstein, auf dem stand, das haben wir in Germanistik mal in der Vorlesung gehört, da steht drauf, das, was du hier liest, habe ich von anderen oft gelesen. Das, was du jetzt bist, das bin auch ich gewesen. Also der Tote spricht, das, was du jetzt liest, habe ich vorher auch schon mal gelesen, das, was du bist, bin ich auch gewesen. Das können wir uns nicht vorstellen, dass das Ich, dass ich sterbe. Wir können uns leicht vorstellen, der andere stirbt, Mann stirbt, jeder Mensch stirbt, aber ich selber, dass ich sterbe und dass ich das nicht kontrollieren kann, ist so schwer für uns auszuhalten, dass es eigentlich nur zwei Strategien gibt. Entweder wir müssen es wegdrängen oder bekämpfen. Ne, wir müssen uns wie abschirmen. So. Ich muss es weghalten von mir. Oder ich lerne irgendwie loszulassen und es anzunehmen. Aber dieses Loslassen und Annehmen ist ein Hohn, wenn es da nicht wirklich was gibt, was mich auffängt, weil sonst ist es eine Kapitulation, denn mit dem Ich stirbt ja auch alles, was mir wichtig war, stirbt meine Hoffnung. Ne? Einfach nur zu sagen, ja, du musst den Tod annehmen, ne? Die Blätter, die fallen im Herbst vom Baum und so sterben auch wir. Das ist total zynisch, weil es Menschen gibt, die in großem Unrecht sterben, also denen Böses angetan wird und die deswegen sterben. Was ist denn mit denen eigentlich? Was ist denn mit deren Hoffnung? Ja, die Blätter sterben. Es stirbt aber kein Blatt. Das ist ein Mensch, das ist ein Ich. Und jetzt müsst ihr ein bisschen eine philosophische Meditation über euch ergehen lassen heute. Es werden philosophisch tastende Versuche heute. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwie den Tod zu umfassen. Das geht überhaupt nicht, weil noch niemand gestorben ist, der nachher darüber spricht. Das ist eine der Schwierigkeiten. Es gibt einen französischen Philosophen, René Descartes, der hat alle Dinge unterteilt. Er sagt, es gibt res cogitans und res extensa. Res extensa sagt, das sind Dinge, die eine Ausdehnung haben, materielle Dinge. Und dann sagt er, und dann gibt es res cogitans, das sind Dinge, die denken können. Und er sagt, ein Ding, das denken kann, ein Ding, das ich sagen kann, ist kategorial was völlig Verschiedenes als alles andere. Und das ist auch so. Wittgenstein, ein anderer Philosoph, hat gesagt, was unterscheidet denn den Satz, mein Arm hebt sich, von dem Satz, ich hebe meinen Arm? Es ist ein großer Unterschied. Du kannst es von außen beschreiben, mein Arm hebt sich. Aber du hast als Ich eine Ich-Perspektive. Und das ist was komplett anderes. Und die Leute, die sagen, der Mensch, der stirbt halt, wie das Blatt runterfällt oder weiß ich, wie der Stern erlischt eines Tages oder wie Ebbe und Flut, die übersehen, dass das menschliche Ich was völlig anderes ist als Materie. Das philosophische Problem dahinter nennt man starke Emergenz. Also was hat die materielle Situation, die wir haben, mit dieser Tatsache zu tun, dass wir Ich sagen, dass wir Hoffnungen haben, dass wir wahr und falsch unterscheiden können, dass wir gut und böse unterscheiden können, dass wir uns in Beziehung setzen zu dieser Welt und frage, was passiert denn mit diesem Ich, wenn der Körper stirbt? Das ist nicht so einfach. Das ist keine platte Frage. Und ich versuche tastend einfach heute Abend mit euch hinzublicken, wie können wir umgehen überhaupt mit dem Tod, was können wir vielleicht daraus lernen und schließlich natürlich, was ist eine theologische Deutung aus gläubiger Perspektive heraus und wie können wir, das kann ich nur andeuten, aber wie können wir mit solchen schwierigen Fragen umgehen, wie mit Selbsttötung oder mit dem Umgang mit dem Leben, mit dem schwächsten Leben am Lebensanfang und am Ende des Lebens. Fest steht auf jeden Fall, wenn wir darüber sprechen, wie können wir umgehen mit diesem Thema. Fest steht, all diese Dinge helfen uns nichts. Das Wegdrücken kann es nicht sein, das Verallgemeinern kann es nicht sein. Wir dürfen den Tod nicht zu billig machen und entschärfen. Ist nämlich ein reales Drama. Und das Bekämpfen, im Letzten scheitert es. Im Letzten müssen wir sterben. Und tatsächlich, wenn man eine schlimme Nachricht erfährt, zum Beispiel, dass man sterben muss, dann gibt es ja die fünf Schritte. Das erste ist das Verleugnen, das zweite ist das Rebellieren, der Zorn, dann ist es Verhandeln, dann ist es Depressivwerden und schließlich ist es sich in Reife damit aussöhnen. Das heißt, der erste Schritt ist, überhaupt mal hinzuschauen und überhaupt mal nicht mehr zu verdrängen. Und deswegen ist meine erste Aussage heute, ich habe fünf insgesamt, erste Aussage über dieses Thema
Leben mit dem Tod oder mit dem Tod leben, ist der Tod, ist Wahrheit. Damit meine ich, der Tod ist eine Sache, der du nicht ausweichen kannst, ist eine Sache, mit der du dich konfrontieren musst und der du ins Auge sehen musst. Und es gibt einen Philosophen, der auf intensivere Weise vielleicht als jeder andere, zumindest als jeder andere im 20. Jahrhundert meines Erachtens darüber nachgedacht hat, und das ist Martin Heidegger. Martin Heidegger ist ein Denker, der über das Sein des Menschen nachdenkt. Und also so, wie erleben wir uns in unserem Dasein? Und Heidegger kommt zu dem Punkt, dass eines, was unser Sein als Menschen von Anfang an kennzeichnet ist, dass es immer unfertig ist. Es gibt immer Sachen, die noch passieren. Beim Stein ist das ein bisschen anders. Der Stein ist halt ein Stein. Ne? Aber unser menschliches Leben ist immer auf eine Zukunft hin entworfen. Und das Komische ist, fertig ist das Leben erst im Tod. Aber im Tod ist es vorbei. Und das ist komisch. Es ist wie, du hast das ganze Bild erst in dem Moment, wo das Bild weg ist. Und Heidegger sagt, dieser Zustand des Menschen ist ein Geworfensein in den Tod. Also vom ersten Moment an, wo der Mensch lebt, lebt er auf den Tod hin. Und das Eigenartige ist, dass dieser Tod was ist, was man nicht an jemand anderen abgeben kann. Du kannst es nicht wegdelegieren, du kannst sagen, das Mann stirbt. Nein, 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 du stirbst. Und in diesem Tod kannst du dich nicht vertreten lassen, in deinem Leben auch nicht. Und bei Heidegger klingt es weniger depressiv, als es sich jetzt vielleicht anhört, weil er sagt, erst zu realisieren, ohne Ausrede, dass ich auf den Tod zugehe, befreit mich dazu, wirklich dem Leben in Wahrheit ins Angesicht zu blicken. Aber es hat auch mit Angst zu tun. Dieser Weg geht durch die Angst. Heidegger hat ein schönes Deutsch, er sagt, die Geworfenheit in den Tod enthüllt sich in der Befindlichkeit der Angst. Man könnte sagen, jede Angst des Menschen resultiert in der Angst vor dem Tod. Und im Letzten muss jeder Mensch eine Antwort finden auf diese Frage, wie gehe ich damit um, dass mein Leben hinläuft auf diesen Moment des Todes, von dem ich so wenig weiß. Ich finde es sehr, sehr schön, dass an der Stelle das, was Martin Heidegger oder viele andere Philosophen ja auch sagen, schön übereinstimmt mit dem jüdischen Realismus. Das Judentum ist weit davon entfernt, wie manche anderen Religionen, den Tod so zu glorifizieren oder weit wegzuschieben oder in so ein nebulöses Ding zu tauchen. Der Psalmist betet so eigentlich total trocken. Er sagt, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer. Rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. Und dann betet der Psalmist, unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz. Faszinierend. Er sagt, Weisheit bedeutet, zu wissen, dass du begrenzt bist, dass du nicht die Mitte des Universums bist, unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann kommen wir mehr in die Wahrheit. Rein medizinisch ist die ganze Geschichte mit dem Tod mysteriöser, als man denken würde. Ist gar nicht so genau, gar nicht so leicht zu definieren, wann jemand eigentlich stirbt. Es gibt unterschiedliche Arten von Tod, die haben alle mit Organversagen zu tun. Entweder, dass das Gehirn versagt im Hirntod, es gibt den Herz-Kreislauf-Tod, den Lungentod, den Nierentod und den Lebertod. Aber der ganz genaue Moment des Todes ist so leicht nicht festzustellen. Und da ist auch eine der Schwierigkeiten im ganzen Bereich der Organtransplantation und der Organspende, dass praktisch das Gehirn nur tot ist, der Rest des Organismus lebt noch. Und dann die ethische Frage, ob diese Organe entnommen werden dürfen. Ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen. Ich möchte nur sagen, dass es ein gar nicht so einfaches Thema ist und ein rätselhaftes Thema. Und was interessant ist aus medizinischer Perspektive, dass der Tod oder die Nähe des Todes Menschen wirklich mehr in die Wahrheit führt. Also ein Buch gelesen von einem Palliativmediziner, also einem Mediziner, wo es um die letzten Lebenstagen und Stunden geht. Und quer durch alle Studien zeigt sich, dass es eine Verschiebung hingibt
zu Altruismus, zu Sinn, zu Spiritualität. Das heißt, Menschen, die auf den Tod zugehen, denen ist es nicht mehr so wichtig, ob sie Geld haben, wie sie aussehen, was die Leute über sie denken. Ihnen ist viel wichtiger Sinn, Spiritualität und ihre nächsten Beziehungen. Das wird immer wichtiger. Und die größten Probleme, an denen Menschen in diesen letzten Lebensstunden und Tagen leiden, sind Beziehungsprobleme. Sachen, die nicht ausgesprochen wurden, die unvergeben sind oder dass man gar nicht drüber reden kann über den Tod, dass es so eine Schweigespirale in der Familie gibt. Darunter wird am meisten gelitten oder auch darunter, dass man den Angehörigen zur Last fällt. Das Hauptproblem ist nicht der Tod an sich. Es gibt schon viele, die auch Angst vor Schmerzen haben. Ja, aber so dieser Palliativmediziner sagt, das, was Menschen eigentlich brauchen, ist nicht, dass man sie umbringt, dass man sagt, hey, ich erspare dir das Leiden, sondern das, was die Leute eigentlich wollen, ist eine gute medizinische Versorgung, auch eine Schmerzversorgung, und sie wollen im Kreis ihrer Familie oder im Kreis ihrer Lieben sterben und nicht irgendwo weggeschoben. Das heißt, der Tod konfrontiert uns Menschen sehr stark mit der menschlichen Wahrheit überhaupt. Psychologisch ist bei einer schweren Krankheit auch von einer Regression die Rede. Das heißt, dass die Leute wieder werden wie Kinder. Dass auf einmal nur noch das wichtig ist, was auch einem kleinen Kind wichtig wäre. Und so viele andere äußere Sachen auf einmal wegfallen und du reduziert wirst auf die ganz, ganz zentralen Lebensfragen. Und dieses dem Tod ins Auge schauen und zu erkennen, dass Tod die Wahrheit ist oder ein Faktum ist, sieht man bei Heidegger sehr deutlich, ist nicht ein Erstarren, ich habe jetzt sowas von Angst und jetzt will ich gar nicht mehr leben, sondern im Gegenteil. Auf einmal bekomme ich wieder eine Perspektive zu sagen, jetzt hast du recht. In den letzten Jahren hat diese Frau einen Bestseller geschrieben und zwar, vielleicht habt ihr es schon gehört, das ist weltweit berühmt geworden, dieses Buch von Bronnie Ware. Das Buch heißt 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und die Bronnie Ware erzählt in diesem Buch ihre eigene Geschichte und die ist sehr dramatisch. Sie wollte sich nämlich umbringen. Und in der Nacht ihres geplanten Suizids, sie hat schon einen Abschiedsbrief geschrieben, hat sie auf einmal einen Anruf bekommen für eine Lebensversicherung. Ganz skurril und sie hatte überhaupt keinen Bock, an eine Lebensversicherung zu denken, aber auf einmal hat sie angefangen, an die Sanitäter zu denken oder die Ärzte, die sie dann finden, wenn sie sich aus dem 10. Stock gestürzt hat oder ich weiß nicht genau, was sie vorhatte. Und auf einmal hat sie sich gedacht, boah, die tun mir eigentlich echt leid, wenn die dann hier meine Leiche zusammen glauben müssen. Und dann hat sie auf ihren Körper gedacht und hat sich gedacht, eigentlich ist es auch ziemlich fies, dass ich meinen Körper kaputt mache, weil der hat mir eigentlich ganz gute Dienste erwiesen. Und mit diesen zwei Gedanken, also eigentlich tun mir die Leute leid, die dann das zusammenwischen müssen, auf Deutsch gesagt, und mit so einem Mitleid mit dem eigenen Körper kam auf einmal zurück so ein Lebensjahr, ein Mut zum Leben im Angesicht des Todes. Und ich fand das bemerkenswert, das zieht sich nämlich dann auch durch die Thesen ihres Buches. Sie hat tatsächlich ganz viele Menschen befragt, die im Sterben liegen, nach dem, was sie am meisten bereuen. Und was sind die Sachen, die Sterbende am meisten bereuen, jetzt in ihrem Buch? Ich weiß nicht, wie man das statistisch genau erhärten kann, aber sagt zum einen, ich habe am meisten bereut, dass ich nicht den Mut gehabt habe, mir selbst treu zu sein und praktisch nicht nur das zu leben, wie andere von mir das erwartet haben. Zweite Sache, ich habe bereut, dass ich zu viel gearbeitet habe. Drittens, ich habe bereut, dass ich meinen Gefühlen nicht Ausdruck verliehen habe. Das heißt, eigentlich wäre in meinem Herzen was gewesen und ich habe mich nicht getraut. Und ich habe es nicht über die Lippen gebracht. Ich bin nicht zu meinen Gefühlen gestanden. Viertens, ich habe bereut, dass ich Kontakt zu alten Freunden nicht aufrechterhalten habe. Und fünftens, sie haben bereut, dass sie sich nicht mehr Freude gegönnt haben. Tatsächlich könnte man sagen, dass jetzt aus der Erfahrung von der Bronnie Ware, die Erfahrung mit dem Suizid, das war eigentlich, dass sie hat gar nicht unbedingt Ja zum Leben gesagt, sondern sie hat erstmal Ja zu sich selber gesagt. Und ich glaube, an der Stelle kommen wir in einer Einsicht nicht vorbei. Und das ist, dass das Ja zum Leben und das Akzeptieren des eigenen Todes irgendwie zusammenhängen. Albert Camus, einer der ganz, 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 ganz entschiedenen existenzialistischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der
glaubt, dass Gott tot ist und die Welt absurd ist. Er schreibt in Mythos des Sisyphos ganz am Anfang, das einzige ernsthafte Problem der Philosophie ist der Suizid. Also einfach die Frage, warum bringst du dich nicht gleich um? Und es ist eine relativ gute Frage. Er ringt mit der Frage, warum soll ich überhaupt den Mut zum Leben aufbringen? Und obgleich er nicht an Gott glaubt, ringt er sich so ein trotziges, trotzdem Ja zum Leben ab. In seinem berühmten Roman Die Pest kommt der Held am Schluss zu der Einsicht, dass es am Mensch und am menschlichen Leben mehr zu bewundern als zu verachten gilt. Und dass das Leben sich lohnt, auch wenn es mit Kampf und Leid verbunden ist. Faszinierend zieht sich durch die Literaturgeschichte durch. Der große österreichische Literat Thomas Bernhard spricht in seinem Buch Der Atem davon, dass er sich das Leben genommen hat. Sehr, sehr spannend, dass wir den Ausdruck sich das Leben nehmen für die Selbsttötung verwenden, weil in der Selbsttötung nimmt man sich ja den Tod. Und er schreibt in dem Buch Der Atem, dass er in einer Situation existenzieller Krankheit, er war richtig krank, hat er aus dem Trotz gesagt, ich nehme mir jetzt das Leben. Also ich lehne mich auf gegen die Krankheit, die mir den Tod bringen will. Und stattdessen ergreife ich mein Leben, diesen Mut zum Leben. Warum erfordert das denn Mut? Ja, Mut erfordert alles, was du nicht kontrollieren kannst, wo der Ausweg ungewiss ist. Ich bombardiere euch halt ein bisschen mit philosophischen Namen, aber ihr seid ja hier, um was zu lernen. Hartmut Rosa ist ein ganz interessanter Soziologe aus Jena. Ich habe ihn letztes Jahr auch persönlich mal kennengelernt, ganz faszinierende Person. Und er sagt, wir befinden uns in der Moderne in so einem Modus, wo wir alles versuchen zu kontrollieren und zu beherrschen. Alles. Auch Leben und Tod. Wir entscheiden, wann und ob wir überhaupt Kinder kriegen wollen. Kann man auch künstlich nachhelfen. Und wir wollen sogar entscheiden, wann und wie man stirbt. Und was er sagt ist, was uns mehr und mehr verloren geht, ist das Unverfügbare. Das ist ganz schön, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Unverfügbarkeit. Und es geht so los, er sagt, was ist denn der Zauber am ersten Schnee? Wenn es das erste Mal schneit, auch noch als Erwachsener, irgendwann freut sich, als es geschneit. Der Zauber am ersten Schnee ist, dass man nie weiß, wann es schneit. Man kann es nicht beeinflussen. Es ist ein Geschenk. Und alles echte Leben hat mit was Unverfügbarem zu tun. Dass ich es nicht ganz in der Hand habe, wann du dich verliebst oder ob du Kinder kriegen kannst und wie es Wetter morgen wird. Und das ist echtes Leben. Und er sagt, je mehr wir versuchen, alles zu kontrollieren, desto mehr verstummt die Welt. Und die Haltung dagegen, sich in ein Resonanzverhältnis zur Welt zu setzen, praktisch zu sagen, ich muss nicht alles kontrollieren, das ist eine Haltung der Verletzlichkeit, der Verwundbarkeit. Du kannst auch enttäuscht werden. Vielleicht ist der Urlaub, auf den du dich so gefreut hast, doch ganz anders. Du kannst es nicht kontrollieren. Aber wenn du versuchst, alles zu kontrollieren, dann wird die Welt stumm. Dann sagt dir das Leben nichts mehr. Tatsächlich ist es schon interessant, dass wir bis hinein in den Tod alles kontrollieren wollen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Christen immer sehr skeptisch waren über das Thema Selbstmord oder Selbsttötung. In der Bibel wird nicht eindeutig gesagt, Selbstmord ist falsch, aber Menschen töten sich, das bleibt relativ unkommentiert stehen. Der Ahitophel zum Beispiel oder dann Judas Iskariot. Aber der Versuch, auch das Ende meines Lebens noch zu kontrollieren, ist wirklich der Versuch, alles in mir festzuhalten in Kontrolle. Und diese Haltung ist auf jeden Fall schwierig. Man sollte vorsichtig sein, Menschen, die in ihrer Verzweiflung oder gerade in ihrer Depression keinen anderen Ausweg mehr sehen, zu verurteilen. Aber der Mut zum Leben, glaube ich, ist uns Menschen aufgetragen. Und wenn du biblisch denkst, wenn du biblisch argumentierst, ist wahres Leben in der Beziehung sein. Oder auch wenn du nicht biblisch argumentierst, das ist ja das, wenn du sterbende Menschen fragst, was ihnen jetzt wichtig ist, es kommt dann auf die Beziehungen drauf an.
Ganz interessant, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist, wo der Sohn seinem Vater wegläuft. Da sagt der Vater, als der Sohn wiederkommt, aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Hier wird gesagt, echtes Leben heißt Beziehung. Und wenn du nicht in Beziehung lebst, bist du schon innerlich tot. Und das ist ein Gedanke, den wir festhalten müssen für später, denn der wird uns noch beschäftigen. Von Kafka gibt es die Erzählung, wäre man doch ein Indianer. Und er träumt sich hinein, wie toll das wäre, wenn doch ein Indianer wäre. Und eigentlich ist die ganze Geschichte, dass er selber nicht Ja sagen kann zu sich selber, dass er kein Indianer ist. Und das wiederum hat einen Grund, nämlich, dass er nicht in heilen Beziehungen ist. Du lernst nämlich nur in heilen Beziehungen, wer du bist und dass du sein darfst und dass du Mut zum Leben entwickeln kannst. Und deswegen ist Gott, der reine Beziehung ist, Gott ist die Liebe, er ist reine Beziehung, deswegen ist der Gott des Judentums, des Alten Testamentes, ein Feind des Todes. Und das relativ entschieden. Am Ende des Dekalogs, am Ende des Pentateuchs, das ist der 5 Bücher Mose, fasst Gott die Gesetze wie folgt zusammen: Den Himmel und die Erde rufe ich zum Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor. Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst. Du und deine Nachkommen. Feierlicher kann man sich fast eine Aussage gar nicht vorstellen, als wenn Gott sagt, ich rufe den Himmel und die Erde zum Zeugen. Du darfst wählen. Und es ist erschütternd, dass wir Menschen offensichtlich vor die Wahl gestellt sind, Ja zum Leben zu sagen oder Ja zum Tod zu sagen. Und ich glaube, jede tiefe Lebenskrise, wenn du sie genau anschaust, ist von ihrer Struktur her eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Wenn du eine Sucht anschaust, eine Sucht ist der Versuch, sich zu betäuben, wegzulaufen vor dem, was wehtun kann, wo ich verwundbar bin, wo ich vielleicht sterben muss, wo ich vielleicht dem Tod ins Auge schauen muss, will irgendwie weg, will weglaufen, verdrängen. Lüge ist das Gleiche. Und es sind Wege, die in den Tod führen. Und Gott sagt, wähle das Leben. Es passiert nicht von allein. Das ist schon ganz schön riskant, das Leben zu wählen. Aber nur das bringt Leben hervor. Nochmal, im Judentum ist ja noch gar nicht viel die Rede vom ewigen Leben oder vom Himmel und Hölle. Das ist gar nicht so das Thema. Das ist eine Religion, die sehr viel mit dem Diesseits zu tun hat. Erst später in den prophetischen Schriften, bei Ezechiel mal, oder noch viel später im Buch der Weisheit. Das ist ein spätjüdisches Buch, das im protestantischen Kanon nicht in der Bibel ist, weil es nur auf Griechisch überliefert ist, aber man kann es einfach auch als Weisheitsbuch lesen, wenn du nicht daran glaubst, dass es in der Bibel steht. Da spricht Gott, jagt nicht dem Tod nach in den Irrungen eures Lebens und zieht nicht durch euer Handeln das Verderben herbei. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang des Lebenden. Es ist wichtig, Gott ist nicht ein Freund des Todes. Und es gibt etwas, was der Gegensatz des Todes ist. Und da kannst du kurz mal überlegen, was ist der Moment, wo das Leben sich zutiefst sinnvoll anfühlt und du willst, dass das Leben nie wieder aufhört? Das sind in der Regel Momente der Liebe. Nietzsche sagt mal, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Wenn du liebst und geliebt wirst, hast du eine Ahnung, wie das Leben ist gut und es sollte nie aufhören. Und deswegen ist auch für Menschen, die nicht gläubig sind, die glauben, es gibt kein Leben nach dem Tod, am schwersten zu ertragen, statistisch, die Vorstellung, dass der von ihnen geliebte Mensch stirbt. Weil in uns rebelliert was und sagt irgendwas, Liebe sollte ewig sein. Und auch die ganzen Geschichten wie Orpheus und Eurydike, das kann doch nicht sein, die zwei lieben sich. Und jetzt wird eine hinfortgerissen. Schau, das ist was Interessantes. Das Blatt fällt vom Baum und stirbt auch, aber das rebelliert nicht. Der Stein zerfällt irgendwann in Jahrmillionen zum Sand, aber er rebelliert nicht. Aber die Liebe im Herz des Menschen rebelliert über den Tod. Irgendwas in der Liebe sagt uns,
es ist nicht recht, der Tod ist ein mieser Verräter. Und tatsächlich ist das relativ nah an der biblischen Vorstellung. Im Alten Testament ist Gott nicht einfach der Jenseitsvertröster, der sagt, du kommst irgendwann in den Himmel, sagt, nee, du musst dich um die Weisen und Armen kümmern. Gott ist kein Freund des Todes. Und schließlich, Gott wird einen Zustand hervorbringen, wo der Tod nicht das letzte Wort hat. Und das bleibt nicht in der Theorie. Es ist nicht so, ja, eines Tages kommt ein Himmel, sondern es wurde sehr konkret. Und jetzt erzähle ich euch die interessante Geschichte eines relativ unbekannten römischen Kaisers, nämlich der Kaiser Flavius Claudius Julianus. Besser bekannt ist er als Julian der Apostat, Julian der Abgefallene. Kaiser Konstantin war nämlich Christ geworden und nach ihm kam, ich glaube, es war sein Neffe, Kaiser Flavius Claudius Julianus. Und er wollte den alten Kult der römischen Götter wiederherstellen. Er hat gesagt, es ist furchtbar, dass jetzt alle Christen geworden sind. Er hatte nur ein Problem. Und sein Problem war, dass die Christen so viele gute Werke getan haben. Er hat gesagt, es ist so doof. Die Christen kümmern sich nicht nur um ihre Armen, sondern sogar um die anderen Armen. Und weißt du, was das Interessante war? Christen haben Dinge getan, die in der gesamten griechisch- und römischen Antike niemand getan hat. Sie haben Leprakranke aufgenommen, obwohl es gefährlich war, sich anzustecken. Sie haben sich um ausgesetzte Kinder gekümmert, obwohl die in der römischen Welt keinen Wert hat. Und damals war es völlig normal, Babys abzutreiben oder Kinder nach der Geburt auszusetzen, wenn sie nicht gewollt waren. Und die wurden dann zu Sklaven. Und Christen haben diese Kinder aufgenommen. Christen haben ihre Kinder nicht abgetrieben und Christen haben sich um Kranke und Alte gekümmert. Und der Julian Apostata war fasziniert davon und wollte deshalb eine heidnische Nächstenliebe-Aktion starten. Hat nicht so gut funktioniert, deswegen sind nachher dann auch die weiteren Kaiser wieder Christen geworden. Aber die Christen waren die Ersten, die wirklich ernst gemacht haben mit diesem wirklichen Wert und der Würde jedes Menschen. Das heißt nicht, dass die Kirchen das immer vorbildlich gemacht haben, aber wie kamen die da drauf? Wo begann das alles? Es gibt eine alte Geschichte, die mit dem ersten Tod in der Bibel zu tun hat. Der erste Tod war ein Mord. Kain hat Abel erschlagen. Und wie begann dieser Mord? Wie kam der Tod, der gewaltsame Tod in die Welt? Der beginnt damit, dass Gott den Kain fragt, wo ist denn eigentlich dein Bruder Abel? Und der Kain sagt, keine Ahnung, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Das heißt, was der Kain hier so sagt, ist, ja, ich lebe, aber das Leben vom anderen, das geht mich ja nichts an. Ich bin noch nicht der Hüter meines Bruders. Und man könnte so weit gehen und sagen, wenn du nicht der Hüter deines Bruders bist, dann bist du schon sein Mörder. So ist zumindest die biblische Geschichte. Er sagt, es kümmert mich nicht. Und Juden und später die frühen Christen haben tief verinnerlicht, ich bin der Hüter meines Bruders. Das heißt, sein Leben geht mich an, sein Tod betrifft mich unmittelbar. Der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas hat eine Philosophie entwickelt, das hatte auch mit dem Holocaust zu tun und mit dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges, eine Philosophie des menschlichen Gesichtes. Er sagt, wenn du das Antlitz, das Gesicht eines anderen siehst, dann spürst du tief drin, dieses Gesicht geht mich was an. Tief drin spürt der Mensch, wenn er einen anderen Menschen sieht, du sollst nicht töten. Tief drin spürt der andere Mensch, nicht nur ich soll Ja zum Leben sagen, sondern das Leben des anderen geht mich an. Der Tod des anderen geht mich an. Und wenn ich das nicht werde, wenn ich nicht der Hüter meines Bruders werde, dann bin ich in großer Gefahr, sein Mörder zu werden. Das ist ein bisschen jetzt biblisch gesprochen und philosophisch gesprochen, aber lasst mich aus dem raus kurz was Philosophisches sagen. Ich glaube, dass wir Menschen Hüter unserer Brüder sein müssen und dass ein Staat
immer Anwalt des Lebens sein muss. Deswegen kann es einem Staat nicht egal sein, ob Menschen sich wünschen zu sterben. Ich meine, der Staat ist ja der Anwalt des Lebens, indem er zum Beispiel befiehlt, dass wir uns anschnallen müssen im Auto. Kann man sagen, dem Staat kann es doch völlig egal sein, dann sterbe ich halt. Ist ihm nicht egal. Es ist wie eine Grundregel des menschlichen Zusammenlebens, dass es uns nicht egal ist, ob der andere lebt oder stirbt. Und sagt aber, wenn der andere sterben will, okay, man kann vielleicht nicht alles im menschlichen Leben kontrollieren. Aber wir sind verantwortlich, eine Kultur des Lebens aufrechtzuerhalten. Wenn wir dieses Band durchreißen, dass wir sagen, es ist gerade egal, ob du lebst oder stirbst, dann sind wir auf einem, im wahrsten Sinne des Wortes, blutigen Pfad. Und deshalb, das ist kein Zufall deswegen, dass Christen in der Antike dafür bekannt waren, dass sie rebelliert haben gegen das Sterben der Unschuldigen. Und deswegen waren Christen immer, und sollen das auch heute sein, Advokaten des Lebens. Nein, der Tod ist nicht einfach gut. Ja, und jeder entscheidet für sich. Der Tod ist der Feind des Lebens. Er ist Teil unserer Welt und es gilt, ihn gut zu bewältigen. Und das werden wir nachher schauen. Ne? Auch, es gibt auch eine Kunst, auf den Tod gut zuzugehen. Aber der Tod des anderen geht mich an. Ich bin der Hüter meines Bruders. Und deswegen müssen wir und muss auch der Staat Anwalt des Lebens sein. Das ist überhaupt faszinierend, dass die Christen schon in den ersten 2 Jahrhunderten nachweislich dafür bekannt waren, dass sie einen ganz veränderten Umgang mit dem Tod hatten. Und zwar, was die Römer besonders fasziniert hat, war, dass sie keine Angst davor hatten, für ihren Glauben zu sterben. Das war unbekannt in der römischen Antike. Oder dass sie auch keine Angst hatten, durch Lepra oder eine andere Krankheit angesteckt zu werden. Sie hatten keine Angst vor dem Tod. Sie ließen sich den wilden Tieren vorwerfen. Übrigens auch in Lyon, in Frankreich und nicht nur in Italien, in Rom, im ganzen Römischen Reich wurden Christen schwer verfolgt. Und man kann schon fragen, woher kam dieser Sinneswandel? Historisch belegt es ja, dass dieser Jesus starb. Also irgendwie, das hat sich herumgesprochen. Und historisch sehr gut auch belegt ist, dass sein Grab nachher irgendwie leer war. Aber auch wenn er leer war, manche sagen ja, die Jünger, die haben den Leichnam vielleicht geklaut oder sie haben was verwechselt. Okay, aber warum sind sie unmittelbar danach bereit, für diesen Messias in den Tod zu gehen? Tatsächlich, auch wenn du die Bibel nicht glaubst, die römischen Geschichtsschreiber berichten eindeutig davon, dass die frühen Christen absolut bereit waren, sich umbringen zu lassen. Wie kommst du auf die Idee? Vor allem, wie kommst du auf die Idee, wenn du weißt, dass es alles nur Lüge war? Und es ist schon interessant, wenige Wochen nach Tod und Auferstehung Jesu ist ein Jünger von ihm, Stephanus, ist bereit, für Jesus zu sterben. Warum? Warum hatte er keine Angst? Die Begebenheit, die die Jünger erlebt haben, war was, was ihren Rahmen komplett gesprengt hat. Und ihr habt ja gehört, ne, Ostern, Auferstehung und so, aber da kann man sagen, okay, da ist jetzt einer aus dem Grab gekommen. Ich will euch das kurz an einer Skizze versinnbildlichen, was mit den Jüngern passiert ist. Dazu erzähle ich euch die Geschichte von den Flachländlern. Die Flachländler, die leben in einer Welt, die nur aus 2 Dimensionen besteht. Das ist zum Beispiel ein klassisches Haus eines Flachländlers. Hat nur einen Eingang, hier kannst du nicht durch. Mauer. Hier kommst du nie rein, das ist einfach nur zu. Das ist ein Haus mit einem anderen Eingang. Das ist ein runder Park mit 2 Eingängen. Ein Labyrinth ist auch möglich bei den Flachländlern. So, das sind die Flachländer. So, und laufen die kleinen Flachländer rum. Ein kleiner Flachländer. Und dann läuft er hier gegen die Wand. Boah, geht er nicht weiter. Ja, und hier auch nicht weiter. Und die Flachländer, eine Sache gibt es, da wissen Sie, da gibt es eine Grenze, die ist unüberwindbar. Das ist die Flachlandsgrenze. Also da war noch nie jemand, der da über die hinweggekommen ist. Das Einzige, was es gibt. Und die kleinen Flachländer laufen rum und auf einmal begegnet ihnen ein grüner Punkt. Und dieser grüne Punkt ist total abgefahren. Der kann nämlich durch Wände gehen. Das ist ein Gespenst. Und der grüne Punkt, der kann irgendwie alles. Und die haben keine Erklärung, weil sie sagen, es gibt doch nur 2 Dimensionen. Und so ähnlich müssen die Jünger sich gefühlt haben, als Jesus nach der Auferstehung durch Wände gehen konnte. Und es ist so ähnlich, als würde eine dreidimensionale Kugel über das Flachland rollen. Nur die Flachländer, die haben keine Ahnung von der 3. Dimension, die kennen nur die 2.
Und sie merken nur, wow, da verhält sich jemand nach ganz anderen Spielregeln. Ihr Lieben, das, was die Jünger erlebt haben in der Auferstehung, war nicht einfach nur, dass Jesus jetzt auf einmal aus seinem Kästchen hier rauskommt, sondern dass der in einer komplett neuen Dimension gelebt hat und Zeuge dafür war, ihr Lieben, es gibt nicht nur zwei Dimensionen, es gibt mehr. Und deswegen hatten die keine Angst mehr, in diesen zwei Dimensionen sich nicht an die Regeln zu halten, in diesen zwei Dimensionen zu sterben. Nicht mal davor hatten sie Angst. Jesus ist vom Tod erstanden und das biblische Zeugnis davon ist nicht nur, er war halt tot und jetzt lebt er wieder, sondern viel mehr. Und lass uns mal genau anschauen, was hier gesagt wird. Die Aussage läuft nämlich darauf raus, dass die Auferstehung ein Sieg über den Tod ist. Also nicht nur, Jesus hat halt vorher gelebt und jetzt lebt er wieder, sondern Durchbruch zu einem komplett neuartigen Leben, zu einem komplett nicht da, vorher dagewesenen Leben. Also so ähnlich wie der Luftballon, ein Leben in einer weiteren, in einer höheren und stärkeren Dimension. Wir lesen, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und das, ihr Lieben, ist der Grund, warum die frühen Christen auch keine Angst vor dem Tod hatten, weil sie wussten, also weißt du schon, stell dir vor, du hast den von den Toten Auferstandenen gesehen. Wie viel Angst hast du selber zu sterben? Und Stephanus verblutet und vergibt seinen Feinden und er sieht aber Jesus zur Rechten des Vaters. Und deswegen kann er sagen, sorry, ich glaube eher eine andere Dimension. Ich bin doch gar nicht mehr gebunden an dieses Ding. Nur mein Körper stirbt. Und das ist der Tenor, der sich komplett durchzieht durch die ganze Bibel. Wir lesen, dass unser Urzustand einer im Tod war. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Also die Geschichte ist die, dass du, wenn du an Jesus glaubst, mit Jesus in eine neue Dimension des Lebens gekommen bist. Lass uns das nochmal in etlichen Stellen anschauen. Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Also im Wasser der Taufe bist du gestorben, für eine Weise zu sein. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Jetzt wird es wirklich interessant. Hier wird also gesagt, früher oder später wirst du mehr und mehr auch in einer neuen Dimension des Lebens funktionieren, die nicht mehr nach den alten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Schauen wir mal, wie das geht. Sehr gut. Und aus dieser Zuversicht heraus habe ich auf einmal auch nicht mehr so viel Angst. Paulus sagt, denn ihr wisst weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe noch der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sehr wichtig. Wenn du geliebt wirst und liebst, ist da ein Moment von Ewigkeit da. Und Paulus sagt, von dieser Liebe kann dich nichts scheiden. Das heißt, das Schlimmste, was dir passiert, ist, dass du stirbst. Aber das, woran es eigentlich ankommt, ist diese Liebesbeziehung zu Jesus und die ist sogar stärker als der Tod. Oder wie Hebräerbrief sagt, da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, so hat auch er Fleisch und Blut angenommen, also Jesus, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang in Knechtschaft verfallen waren. Sehr wichtig. Heidegger sagt, wir sind geworfen ins Sein und die Angst vor dem Tod ist unsere Grunddimension. Aber seit der Auferstehung Jesu hast du als wiedergeborener Mensch in Jesus Christus eine andere Geschichte zu erzählen. Die Geworfenheit in den Tod, die sagt, okay, es gibt halt nur dieses Ding und früher oder später läufst du drauf hin.
Und Paulus sagt, oder der Verfasser des Hebräerbriefs sagt, nein, du wirst festgehalten durch die Angst vor dem Tod und es gilt, die mit Christus zu überwinden. Ihr Lieben, das ist ein strenges Wort, das ich jetzt sage, aber das, was Camus und viele andere Philosophen ahnen, dass sie sagen, du musst Mut zum Leben haben, auch wenn das Leben lebensgefährlich ist, da haben sie eine richtige Intuition. Wir müssen als Christen dem Tod ins Auge sehen, aber dann haben wir was anderes zu sagen als Hauptsache gesund. Es geht eben nicht nur darum, lange zu leben und gesund zu leben. Das ist einfach nicht wahr. Das ist unter der Würde des Menschen. Der Mensch lebt wie ein Tier, wenn Gesundheit das höchste Gut ist. Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Das höchste Gut ist die Liebe, die Wahrheit, die Treue, die Anbetung. Das ist das höchste Gut. Und das sind Güter, die sogar wert sind, zu sterben dafür. Und tatsächlich ist das wahre menschliche Leben erst dann da, wenn ich den Mut zu diesem Leben und den Mut zu diesem Tod gefunden habe. Und es bleibt eine lebenslange Aufgabe, aber eine Aufgabe, die uns wirklich zugemutet ist. Jesus sagt, oder in der Offenbarung des Johannes sagt es, dass die Perspektive die ist, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Aber noch sind wir unterwegs dahin. Und unterwegs dahin bedeutet der Sieg über den Tod mitunter auch, den Tod in Kauf zu nehmen. So zumindest für sehr viele Christen, und ich kenne etliche davon persönlich, die wirklich ihr Leben einsetzen für Jesus. Einer der ersten und der radikalsten davon war Saul von Tarsus, der erst Christen verfolgt hat und dann in so eindrücklicher Weise, er schreibt übrigens unglaublich viel in seinen Briefen über genau dieses Thema, er sagt, für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Er sagt, das, was ich in Jesus gefunden habe, ist so viel wert, dass Sterben für mich immer noch ein tolles Geschäft ist, weil ich weiß, dass das, was ich gewinne, viel größer ist. Ihr Lieben, in dieser Zeit, wo Menschen Angst haben vor dem Tod und wo Hauptsache gesund und Hauptsache vorsichtig sein, müssen wir Christen einen Banner erheben und sagen, das irdische Leben ist nicht das höchste Gut, ist nicht das einzige und es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende und wir Menschen leben unter unserer Würde und verkrüppelt und klein, wenn wir so tun, als gäbe es nichts über den irdischen Tod hinweg. Das ist nicht die Wahrheit und Menschen spüren tief drin, dass es nicht die Wahrheit ist. Alle Kulturen der Welt spüren es. Wir sind die erste Kultur, die so tut, wie dass wir außer medizinischer Versorgung nichts tun können. Es gibt ein Leben darüber hinaus. Für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn, sagt Paulus. Es ist ganz, ganz, ganz krass, wie in der Offenbarung des Johannes Jesus seinem Jünger Jesus erscheint, weil das sieht Jesus als Auferstandener nicht mehr aus wie der leidende Mann am Kreuz, sondern er ist so herrlich und verklärt, dass der Johannes wie tot zu Boden fällt. Und dann legt ihm Jesus, der strahlend ist wie die Sonne, die Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot, doch nun lebe ich und ich habe den Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Das ist mal eine Aussage. Überhaupt, wer kann denn von sich sagen, ich war tot? Ich war tot ist eine coole Aussage. Ich war tot, doch nun lebe ich in Ewigkeit und ich habe den Schlüssel. Das ist so, nicht nur, ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen, sondern ich bin aus dem Gefängnis aufgebrochen und ich habe den Schlüssel mitgenommen. Und ab jetzt kann ich jeden rausholen. Und deswegen konnte ein John Wesley bei seiner Überfahrt über den Ozean nach Amerika eine Gruppe von deutschen Herrenhutern betrachten, die absolut keine Angst vorm Sterben hatten. Das Schiff war nämlich in massive Seenot geraten und alle waren panisch und er war ein gläubiger Christ, der John Wesley hat gedacht, ja, geht schon gut, aber er hatte auch panische Angst. Und er sieht da die Herrenhuter Missionare, die Liebeslieder zu Jesus gesungen haben, während das Schiff am Kentern war. Und er geht hin und sagt, hey, hört mal her, habt ihr keine Angst zu sterben? Und sie sagen, sterben? Wir sind schon vor langer Zeit gestorben. Das ist der Mut von jemandem, der wirklich glaubt, dass Jesus Sieger über den Tod ist. Ich bin schon lange gestorben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Und ich liebe diese Aussage, die sehr nüchtern ist, aber sehr klar in der Offenbarung des Johannes. Er sagt,
Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Ich finde es schwierig. Ich fürchte mich schon oft vor dem, was ich vielleicht noch erleiden muss. Aber er sagt, fürchte dich nicht davor. Und dann wird Jesus sehr nüchtern. Er sagt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Seid treu bis in den Tod. Dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Das ist so wie nicht nur der zärtliche, liebe Hirte Jesus, sondern wie der Trainer, der sagt, du schaffst es. Das Leben auf dieser Seite der Ewigkeit hat auch mit Niederlage, hat auch mit Leiden zu tun, aber fürchte dich nicht. Ich habe die Welt überwunden und ich gebe dir den Kranz des Lebens. Tja, was ist denn Jesus Sieg über den Tod? Und das ist der letzte und fünfte Punkt. Hat Jesus einfach, naja, weil er halt Gott war, den Tod überwunden und jetzt ist es vorbei? Was besiegt denn den Tod? Was ist denn stärker als der Tod? Und was rettet aus dem Tod? Die Bibel sagt, dass durch die Sünde der Tod in die Welt kommt. Und Sünde ist Trennung, Trennung aus der Beziehung. Alles echte Leben ist Beziehung, Sünde ist Trennen von Beziehung. Und der Mensch kann ohne Beziehung nicht leben. Aber wie kommt ein Mensch denn raus aus Beziehungslosigkeit, wenn du total das egoistische, die unangenehmen egoistischen Menschen dir vorstellst, was könnte dem sein Herz denn erweichen? Ich glaube, es gibt nur eines, was Menschen wirklich verändert und das ist die Liebe. Die Liebe ist das, was Menschen verändert und die Liebe ist das Einzige, was Menschen im Letzten rettet. Und es ist ganz interessant, der Johannes, der Jünger von Jesus, spricht über dieses siegreiche Leben, dieses Sieg über den Tod. Und zwar ganz interessant, wie folgt. Er sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jesus hat den Tod nicht deswegen besiegt, weil er so göttlich war, sondern weil er so sehr geliebt hat. Und Johannes sagt, der Sieg über den Tod ist die Liebe. Das Leben aus Liebe oder Liebe leben ist das, was den Tod überwindet. Da musst du den Tod nicht verdrängen, aber du bleibst nicht im Tod hängen. Und an der Stelle hilft uns sogar ein Zitat von einem Erzatheisten und Gotteshasser, nämlich Friedrich Nietzsche. Ganz tiefsinnig in seinem Zarathustra schreibt er, alles aber, was reif ist, will sterben. Stell dir eine Frucht vor. Eine Frucht, die immer grün bleiben will, die ist ungenießbar. Und so sind viele Menschen. Die wollen nie reif werden, weil sie Angst davor haben, sterben zu müssen. Und deswegen bleiben sie ungenießbar und sie sterben den schlechten, unfruchtbaren Tod des Selbsterhaltes. Und die Frucht aber, die reif wird, Liebe macht übrigens fruchtbar und verwundbar. Die Liebe, die fruchtbar wird und reif wird, stirbt. Die Frucht stirbt irgendwann, aber nur dadurch bringt sie Frucht. Und das ist tatsächlich genau das, was Jesus lehrt, über in der Liebe zu leben. Ich verdanke ganz viel diesem Mann. Ferdinand Ulrich ist ein Philosoph, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Und er schreibt über dieses Thema, lebendig ist das Leben nur im Maße seiner Hoffnung, des Hinauswachsens über sich selbst, der Selbstlosigkeit. Das Leben ist nur in dem Maße reich, wie es arm zu sein vermag, das heißt liebt. Also das Leben ist nur lebendig, wenn es hoffen kann, wenn es über sich selber hinaus zur Selbstlosigkeit fähig ist. Und es ist nur in dem Maße reich, in dem es arm zu sein vermag. Und wir sind nicht gut drin, arm zu sein. Wir sind nicht gut drin zu lieben und ich erkenne das immer daran, dass wir nicht gut drin sind, zuzuhören. Denn im Zuhören bist du offen für den anderen und stirbst deinem eigenen Wunsch, dich durchzusetzen. Wirklich zuhören zu können, ist wie ein kleines Sterben, nämlich dein eigenes Ding loszulassen. Ich fand es so spannend, dass Jesus
sagt: Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Aber dieses Leben aus Liebe, das kostet was. Jesus hat gehört auf den Vater, er war gehorsam bis zum Tod, am Kreuz. Und es war kein schöner Tod, dieser Tod aus Liebe. Tatsächlich hat er im Vorfeld schon gesagt, er begann sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Ich bin heute zum ersten Mal, bin ich auf dieses Wort ist mir aufgefallen, dieses verworfen werden, das steht im Griechischen apodokimazo, das heißt als nutzlos und unbrauchbar weggeworfen werden. Das heißt da. Jesus sagt, von den führenden Leuten werde ich als überflüssiger Dreck weggeworfen werden. Das ist das, was mit Jesus passiert ist. Ein Tod, wo die Leute gesagt haben, es ist einfach nur Dreck. Du kannst es nicht brauchen. Er ist für nichts gut. Das war dieser Tod, von dem Jesus im Vorfeld gesagt hat, dass er das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Fallen ist an sich schon krass. Fallen ist nämlich Kontrollverlust. Da kannst du, im Fallen kannst du dich nicht festhalten. Du fällst. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Und so kann man sagen, dass die Lösung für dieses Ich sterbe nicht das Wegdrücken ist und das Verallgemeinern, das Bekämpfen, sondern der Weg Jesu ist, ich sterbe, aber ich sterbe aus Liebe. Das Weizenkorn stirbt, es bleibt allein, wenn es nicht stirbt. Es will sich bewahren, aber nur in der Liebe, die dich verletzbar macht, bleibst du nicht allein, sondern wirst fruchtbar. Und der Sieg, von dem Jesus spricht, der den Tod überwindet, ist, daran erkennen wir, dass wir nicht im Tod bleiben, wenn wir den Bruder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und nochmal ein Zitat von Ferdinand Ulrich, er sagt, es ist so trickreich, wir wollen ja gute Leistungen tun, aber lieber nicht sterben. Und er sagt, die guten Taten legen sich wie Leistungsringe um den Ich-Kern, der nur zum Schein wächst, weiterkommt, aber sich nicht selbst überbietet. Also er sagt, wir wollen eigentlich gern nicht sterben, sondern wir wollen gute Taten tun. Das war was anderes. Wir sind nicht erlöst durch gute Taten, sondern Jesus ist gestorben aus Liebe. Und genau das war der Sieg, der den Tod, der ein Festhalten ist, ein Habenwollen ist, von innen heraus Kraft eines unbesiegbaren Lebens überwindet. Und so endet das letzte Buch, oder so endet die Bibel im letzten Buch mit unter anderem dieser Aussage: Jesus Christus, er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Und jetzt das Unglaubliche ist, dass Jesus eben nicht nur als Einzelner in diese neue Dimension durchgedrungen ist, sondern er sagt, ich bin der Erstgeborene. Es gibt nur Erstgeborene, wenn es mehr gibt. Erstgeborene macht keinen Sinn, wenn du ein Einzelkind bist. Jesus sagt, ich bin aus Liebe gestorben, aber so, dass ich euch mitnehme, dass dieses Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, eine ganze neue Welt erschafft, was Neues hervorbringt. Und wir haben noch keine Ahnung, wie das aussehen wird. Aber durch den Tod des Menschen ist der Tod, also durch die Sünde des Menschen ist der Tod in die ganze Schöpfung gekommen. Und deswegen kann Paulus schreiben, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Die Frösche im Teich, die Sonne am Himmel, die Planeten, die Ozeane, die Berge. Paulus sagt, denen geht es allen nicht so gut. Die spüren, das ist es noch nicht. Die spüren, Auferstehungsleben bricht hervor, ist aber noch nicht da.
Jesus ist der Erstgeborene der Toten. Das bedeutet, als Jesus über den Tod gesiegt hat, war er der Erste, der durchgebrochen ist in diese neue Dimension. Aber diese neue Dimension wird global kommen. Deswegen schreibt Paulus, der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Der Tod ist nicht von Gott, der Tod ist nicht gut, der Tod ist ein Feind. Aber da, wo wir ihn anerkennen, mutig Ja zum Leben sagen, auch inmitten von Angst und von Leiden und Verletzbarkeit, da, wo wir zum Hüter des Bruders werden, da, wo wir aus Liebe leben, haben wir heute schon Anteil an diesem Sieg über den Tod, den Jesus am Kreuz errungen hat. Und das ist tatsächlich die wichtigste Botschaft und die große, gute, neue Botschaft, dass Gott jede Träne abwaschen wird und alles neu macht. Und in diesem Sieg dürfen wir heute schon leben und kannst du heute schon Sieg haben über Todesangst, über Panik, über Sinnlosigkeit. Das ist der Sieg, zu dem Jesus dich erlöst hat. Und ich denke, dass wir jetzt beten. Und vielleicht lass uns gleich ein Lied singen, oder, Damaris? Wir haben jetzt lang geredet. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, weil es echt ein komplexes Thema ist. Ich will es jetzt gar nicht weiter zerreden, sondern lass uns Jesus preisen als Sieger, als Erlöser. Und dann beten wir, machen wir es dann persönlich in einem Gebet dann. Ich lade dich ein, bei dir zu Hause das zu einer heiligen Zeit jetzt zu machen. Du hast jetzt zugehört und jetzt wirst du aktiv. Jetzt richten wir unseren Blick auf Jesus. Wir antworten jetzt im Gebet und das kannst du bei dir zu Hause genauso tun wie hier in der Augsburg. Wir sind hier in einer virtuellen Gebetsgemeinschaft, die nicht weniger intensiv ist, als wenn du hier sitzen würdest. Und ich lade dich ein, jetzt deinen Blick zu erheben zu Jesus. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und deswegen ist er auch nicht gebunden an diese räumlichen Distanzen. Er ist jetzt hier, er lebt in unserer Mitte. Lass uns ihn preisen. Von Herrlichkeit loben, weil du
Jesus, dein Name ist kraftvoll und wir haben Vertrauen, dass du diese Kraft jetzt erweist an uns, wenn wir zu dir beten. Und ich habe so drei, vier Themen am Herzen, die für dich jetzt relevant sein können, wenn du jetzt zuhörst. Und der erste Fall betrifft dich. Vielleicht merkst du, dass du so eine klare Entscheidung für Jesus noch gar nicht getroffen hast. Weil diese Erfahrung des neuen Lebens, das ist schon eine reale. Das ist nicht nur so ein Kopfkino. Nicht mehr im Alten zu bleiben, sondern das neue Leben durchzubrechen mit Jesus, ist was, was du real erfahren kannst. Und vielleicht bist du schon getauft. Wenn nicht, wäre es gut, in der nächsten Zeit das mal anzugehen. Aber wenn Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, vielleicht bist du schon getauft worden, aber du glaubst oder hast es bislang noch nicht geglaubt, dass wirklich was Altes gestorben und was Neues auferstanden ist. Und wenn du merkst, dass diese Art von Glauben, von persönlichem Glauben an Jesus dir noch fehlt, dann bitte ich dich jetzt, ein sehr gefährliches Gebet zu beten. Ich möchte es nicht billig machen, weil das, was Jesus anbietet, ist wirklich, gib mir deinen ganzen alten Schrott, gib es mit hinein in meinen Tod. Das Alte stirbt und lass zu, dass ich dich aufwecke zu neuem Leben. Und wenn du das jetzt möchtest, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Und dann gehen wir weiter, wie dieses Auferstehungsleben dann aussehen kann. Aber ist schon eine ernste Sache. Dieser Wunsch, alles selber zu kontrollieren, der Herr im Hause zu sein und sich die Welt wie sie mir gefällt zu machen, dieses Ding muss sterben. Es kann nur einer Herr sein in deinem Leben. Und wenn du seine Stimme hörst und an Jesus glaubst, dann bleibst du nicht im Tod. Dann steht was in dir auf. Und wenn du das jetzt möchtest, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben und zu neuem Leben auferstanden bist. Und zum ersten Mal oder zum erneuten Mal gebe ich mein Leben in deinen Tod. Gebe ich meinen Stolz und meine Autonomie und meine Angst und mein Kleinglauben und was auch immer dir einfällt, in deinen Tod, Jesus. Nicht, weil du mir mein Leben wegnehmen willst, sondern weil das überhaupt kein echtes Leben ist, sondern nur du schenkst echtes Leben. Und dieses Pseudo-Leben ist in echt nur Tod. Deswegen gebe ich es dir. Und du merkst es schon, wenn in deinem Leben was ist, wo du merkst, es ist überhaupt kein Leben, es ist ja Pseudo, es ist ja Fäulnis, es ist ja gar nichts, es ist ja nur Tod, dann gibst du den Tod Jesu. Dafür ist Jesus gestorben. Und Jesus, ich bitte, dass du in der Kraft von deinem Kreuz und deinem Blut jetzt Ketten des Todes zerreißt. Und dass du altes Zeug, das wir dir geben, wirklich abwascht von uns und wegbrichst. Ich bete das im Namen Jesu, dass jetzt Ketten und Fesseln fallen müssen. Dass Altes sterben muss. Jesus, du bist real gestorben und du hast real die Ketten des Todes gebrochen. Und ich bete, Herr, dass jetzt Ketten des Todes brechen im Namen Jesu. Und ich bete, dass Auferstehungskraft jetzt hervorkommt. So wie in der Taufe man ins Wasser eingetaucht wird und dann zu neuem Leben rauskommt, bete ich, Herr, um die Gnade von neuer Geburt. Für Hunderte oder vielleicht Tausende von Menschen, die jetzt zuschauen, neue Geburt, Durchbruch zum neuen Leben. Und ich bete, Herr, da wo wir das schon oft geglaubt haben, ich bete um eine erfahrbare Realität, einen neuen Geschmack von Leben. Jetzt einen neuen Aufbruch, so wie der Frühling anders riecht als der Winter. Und du merkst, was Neues ist da. Jesus, Durchbruch zu neuem Leben. Komm, Heiliger Geist, mit Auferstehungspower. Hauche tote Gebeine an und lass eine Armee aufstehen. Blase du Ruach, blase du guter Geist des Lebens, du Geist Gottes. Und lass tote Gebeine auferstehen zu neuem Leben. Zu neuem Leben. Wach auf, du Schläfer. Steh auf vom Tod und Christus wird dein Licht sein. Komm hervor in deine Identität.
Komm hervor in deinen Sieg über den Tod. Komm hervor und lass dich berufen und herauslieben zu einem Leben aus Liebe, das nicht festhält bis hinein in den Tod. Komm, Heiliger Geist. Neues Leben. Auferstehungsleben. Mehr als nur natürliches Leben. Äonisches Leben. Übernatürliches Leben. Ewiges Leben. Yes, there is power in the name of Jesus. Es ist Kraft im Namen Jesus. There is power in the name of Jesus. Jede Kette zu brechen. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, to break every chain, to break every chain, to break every chain. We sing there is power, there is power. Kraft im Namen Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Jetzt für dich beten, dass eine besondere Kette bricht, die ganz viele Menschen quält. Und das ist eine Kette der Todesangst. Und sei es, dass du einfach furchtbare Angst hast zu sterben oder Angst hast, dass du vielleicht in Leiden eines Tages sterben könntest. Vielleicht hast du mit Panikattacken zu tun, mit Todesangst. Oder zweitens mit Todesverliebtheit, mit so einem Flirt, mit dem Selbstmord, vielleicht sogar fromm verpackt, oh, es wäre so viel besser zu sterben, so eine Anhänglichkeit an den Tod. Ich möchte das nochmal lesen, was hier steht. Jesus ist gestorben, um durch seinen Tod, Hebräer 2,14, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Das heißt, der Teufel ist entmachtet. Vom Teufel musst du gleich mal gar keine Angst haben, der ist nämlich entmachtet. Und wir sagen das auch ganz klar, vom Teufel haben wir keine Angst. Sorry, es gibt andere Themen, da kannst du besorgt sein, aber der Teufel gehört nicht dazu. Vers 15, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Das heißt, durch die Todesangst kommt Knechtschaft. Und es ist Zeit, die zu beenden. Okay? Also wenn du mit Todesangst zu tun hast oder wenn du mit Todesverliebtheit, mit einem Geist von Tod zu tun hat, dass sich Tod immer verfolgt. Heute Abend ist die Zeit durchzubrechen und wir erklären, Jesus ist der Sieger über den Tod und über den Teufel. Und die Macht des Todes ist durchbrochen und das Grab ist leer. Und die Hölle ist geplündert und die Pforten der Unterwelt sind gewaltsam aufgebrochen. Jesus hat triumphiert und er hat den Schlüssel zur Unterwelt. Und im Namen Jesu erklären wir, dass Verliese des Todes jetzt brechen müssen. Und Todesangst, wir befehlen dir im Namen Jesu zu gehen. Jesus ist der Sieger über den Tod und der Teufel ist entmachtet. Und jeder Geist von Tod und jeder Spirit von Tod muss jetzt gehen im Namen Jesu. Über jeden, der jetzt zuhört. Jeder flirt mit dem Selbstmord. Jeder Traum zu sterben. Jede Besessenheit mit Panik und Angst muss jetzt gehen im Namen Jesu. Im Namen Jesu gebieten wir, dass Verliese des Todes aufbrechen und das Leben hervorbricht. Das Leben hervorbricht. Das Leben hervorbricht.
und Todesgedanken und Depressionen und schwarze Nebel, die das Leben und die Freude nicht durchkommen lassen, müssen jetzt gehen. Und Pakte des Todes, wo du innerlich wie so gesagt hast, wenn das und das passiert, wäre es besser zu sterben. Es kann auch sein, dass das eine lange Geschichte in deiner Familie hat. Jesus durchbricht es jetzt. Jesus durchbricht es jetzt. Das Leben ist stärker als der Tod. Und wir erklären diesen Pakt des Todes für null und nichtig über deinem Leben, weil Jesus der Herr des Lebens ist. Und er holt dich heraus aus dem Tod. Er holt dich hinein ins Leben. Und überall, wo Todesangst ist, wo dein Herz aufgeschüchtert ist und erschüttert ist, sagen wir Frieden. Der Auferstandene kam in die Mitte seiner Jünger und hat gesagt, Shalom, Frieden sei mit euch. Und genauso bete ich, dass er jetzt zu dir kommt, dir seine Hände auflegt und dir Frieden zuspricht. Wie zu Johannes sagt, fürchte dich nicht. Er legt die Hand auf seine Schulter, fürchte dich nicht. Ich war tot. Doch nun lebe ich und ich sterbe nicht mehr. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Nimm den Kampf auf. Du bist kein Opfer. Du gehörst zum Sieger. Jesus ist der Sieger und er setzt dich frei. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt mit Freude wiederkommst, mit Hoffnung. Da, wo Tod und Angst uns Hoffnung und Freude und Kreativität geraubt hat, da empfangen wir dich neu, du guter Geist des Lebens. Du guter Geist des Lebens, Heiliger Geist, wir empfangen dich. Komm jetzt und komm mit neuer Freude. Komm mit neuer Freude. Komm mit neuer Freude. Komm und brich herein, hey. Brich herein mit deiner Freude, deinem Frieden, deinem Leben. Das Leben Ström fließt, mach alles neu. Bring neue Hoffnung, da wo Tod herrscht. Bring Leben hervor. Du machst alles neu, alles neu. Alles neu, oh Herr. So komm mit Leben, komm mit Hoffnung, lass alles blühen in deinem Licht. So komm mit Leben, komm mit Hoffnung, lass alles blühen. So komm mit Leben, komm mit Hoffnung, lass alles blühen in deinem Licht. Komm mit Leben, komm mit Hoffnung, lass alles. So komm mit Leben, komm mit Hoffnung, komm lass alles blühen in deinem Licht. Komm mit Leben, komm mit Hoffnung, oh Herr. So komm mit Leben, komm mit Hoffnung, komm lass alles blühen in deinem Licht. Komm mit Leben, komm mit Hoffnung, oh Herr. So komm mit Leben. Komm mit Hoffnung, lass alles blühen, deinem Licht. Komm mit Leben, komm mit Hoffnung, oh Herr. So komm mit Leben, komm mit Hoffnung, lass alles blühen, deinem Licht. Komm mit Leben, komm mit Hoffnung.